Hallo ihr Lieben, ja es ist noch früh am Morgen und da draußen ist mal wieder Krach, die schneiden wieder irgendwelche Hecken, aber das ist nicht so schlimm, weil ich werde wieder malen und dann eben Musik drüber schmeißen und genau, hab mir jetzt noch einen Kaffee gemacht und ja, mal gucken, was bei rauskommen wird. Ich habe hier, Moment, dieses Blatt, wo alles Mögliche durchgedruckt ist. Ja, und da werde ich mal gucken, was daraus wird. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich Blätter nicht wegschmeißen möchte. Ich versuche dann meine Fantasie spielen zu lassen, um eben aus diesen, was auch immer, noch irgendwie was rauszuholen, was man eben noch verwenden kann. Ja, und so zieht sich das meistens durch den gesamten Block. Das ist halt meine Art. Muss man nicht verstehen, ist halt so. Ne? Ich habe erst diese Dame hier gemalt und daraus wurde diese. Also kann ich euch ja auch mal zeigen. Das ist nämlich auch ein Durchdruck, hier seht ihr es. Ich habe die hier gemalt und habe dann irgendwann hier den Durchdruck gehabt und habe dann die draus gemacht, die ähnlich aussieht, aber doch anders. Ja, und so wird das dann ja, die ganze Zeit durch den Block sich durchziehen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Das ist halt so meine Art. Ja, aber genug gelabert. Mal sehen, was draus wird. Vielleicht wird auch gar nichts draus, kann auch sein. Ein bisschen schwebt mir so im Kopf, dass es eventuell eine Meerjungfrau wird. Aber lassen wir uns überraschen. Ich weiß selber nicht, was rauskommt. Vielleicht wird es auch ein Alien. Mal sehen. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß.
mein Bild ist fertig. Ihr habt ja zugeschaut. Ich hatte immer mal die Pause-Taste gedrückt, aber ja. Soweit habt ihr zugeschaut. Mein Bild ist fertig. Das ist bei rausgekommen. Ja, ist halt eine Meerjungfrau. Bisschen Zombie-like, keine Ahnung. Kann ich nicht wirklich definieren. Ich sehe gerade, hier fehlt noch ein bisschen Rot. Wo habe ich das? Da. Genau. Also, das ist bei rausgekommen. So mache ich das. Ich weiß, das gefällt nicht allen, aber ich wollte nur mal zeigen, wie ich das mache. Einige haben ja geschrieben, dass sie diese Art von Videos sehr mögen. Und deswegen habe ich jetzt immer mal so die Kamera mitlaufen, wenn ich sowas mache. Man kann jetzt natürlich das hier ausschneiden und anderweitig verbasteln. Man kann es so lassen, man kann das hier jetzt noch auch noch gestalten oder wie auch immer. Ich schneide meistens die Figuren aus und benutze sie dann für Bilder, für Verpackung, für Pocket Letter, Loaded Envelopes und so weiter. Oder manchmal einfach für nichts, ne? Nur so. Ja, und jetzt ist das hier auch wieder etwas durchgedruckt. Seht ihr hier etwas? Nicht so doll. Ja, und auch daraus wird dann wieder, also ihr könnt jetzt schlecht sehen, ich sehe jetzt hier den Oberkörper so ein bisschen und hier die Haare ein bisschen und ja, könnte mir meine nächste Figur quasi daraus auch wieder zeichnen. Ja, die dann auch wieder anders aussieht, ne, weil ich aus dem, was ich jetzt hier sehe, meine Fantasie spielen lasse und dann eben ein großes, rundes Auge diesmal mache. Oder eins, was zu ist oder so ein lachender Mund. Ja, ich sehe dann halt immer so ein bisschen, ihr jetzt vielleicht nicht so, ich weiß nicht, ob ihr es euch jetzt vorstellen könnt, wie das immer so entsteht. Ich denke dann halt immer, ja, das könnte hier der Mund sein, das könnte ein großes Auge sein, hier könnte die Locke sein und so weiter. Und dann entstehen halt meine Figuren. Ja, so sieht das aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, im nächsten Video wieder. Tschüssi!